Die Gedanken sind frei. Sind sie wirklich frei? Zeit fliegt an mir vorbei und ich möchte sie mit der Hand greifen und das war's. Weg ist sie. Also erstmal möchte ich mich bei mir selbst bedanken dafür, dass ich immer noch am Leben bin, dass ich immer noch von mir gefüttert werde und einigermaßen gepflegt und dass ich auch mal den Weg wieder zu der Kamera gefunden habe. Ich hatte mir schon überlegt, das ganze Konzept ad acta zu legen. Aber ich habe mir in dieser Mistkamera gekauft und jetzt muss ich sie auch verbrauchen, bis sie alle ist. Es hat mir nicht so gefallen. Also, dass ich die ungeschnitten ins Netz stelle, gefällt mir nicht so. Es müsste einen Vorspann haben und einen Ausklang, ein Copyright und vielleicht bleiben die nächsten auch alle irgendwo privat. Das habe ich schon bei YouTube, habe ich sie schon auf privat gestellt, aber dann wieder eine Playlist reingemacht von Selfmade. Aber ich bin immer noch in der Testphase. Ja, werde ich eine Verkleidung tragen zu jeder mit mir selbst Redestunde? Oder werde ich weiter so machen? Jetzt habe ich die letzten mit Bewegung gemacht. Mit einem Selfie-Stick und von mir hergetragen und dann nach draußen getragen und es ist alles noch nicht so. Das Konzept ist nicht mehr das, was ich. Naja, es gibt ja gar kein Konzept. Ist ja konzeptlos. Bandenlos, konzeptlos. Das Einzige, was es gibt, sind 5 Minuten. Und ich selbst als, oh Gott, ich habe so eine Schlafphase. Nicht schon seit einem halben Jahr. Extrem. Vielleicht zieht mich der Dunstkreis des kühlen Grabes langsam aber sicher hinunter in die 2x1 Meter. Ich hab keine Ahnung. Bin ja schon jetzt kurz vor 64. Und hätte nie geglaubt, dass ich diese immense Spanne des Lebens eigentlich durchschreiten könnte auf meinen eigenen Füßen. Und völlig sinnentleert. Der einzige Sinn des Lebens ist eigentlich das Leben. Nicht irgendwelche Paradiesgeschichten, damit die Eliten reicher werden. Das Leben, der einzige Sinn des Lebens ist das Leben zu leben. Ob du das Leben weiterreichst, ob du Erfolg hast, ob du glücklich bist, unglücklich bist, das ist scheißegal. Du lebst das Leben und das Milliardenmal auf der Erde leben wir alle unser Leben und darum geht es. Und dann kommen da irgendwelche Konzernherren und sagen uns das Leben muss man so und so gestalten, damit man dann im Paradies in aller Ewigkeit. Hallo, es ist noch nie irgendeiner aus dem Paradies zurückgekommen oder hat davon uns einen Post geschickt und hat gesagt, ja, Paradies ist toll, ey. Sei schön brav und gehorcht den Herrschern, entsprecht den Regeln und benehmt euch und lebt ja nicht euer Leben. Denn das dürfen nur die Reichen und die Eliten und die gut machen. Ihr müsst euch immer an die Regeln halten. Also die einzige Regel, die es gibt, ist das Leben. Und tschüss.